This is my body, and I can do whatever I want to it. I can push it, study it, tweak it, listen to it. Everybody wants to know what I'm on. What am I on? I'm on my bike, busting my ass 6 hours a day. What are you on? For way too early. For being slower than that guy. For blisters on top of blisters. For all the chafing. For every tourist. For stubborn pigeons. For going out way too hard. For stinging eyes. For bleary eyes. For getting stronger. For being faster than that guy. For 2% battery with 4 miles to go. For eating flies. For ordering sparkling water. For never stuck in traffic. For carbs, more carbs, more carbs. For the agony, for the ecstasy, for one more mile. For how fast can I go? For getting us started, and for never letting us quit. Paula Radcliffe. Thanks, Paula. What an athlete. What a pioneer. What an inspiration. We're going to investigate. I do believe that they should have had representatives from the IAAF there if they were going to attack and besmirch the good work that the IAAF have carried out and have done in being at the forefront of the anti-doping movement across sports, in trying to stamp out doping, in being at the forefront of the anti-doping movement across sports, in being at the forefront of the anti-doping movement across sports. Paula Radcliffe just says the IAAF is at the forefront of anti-doping across all sports. Paula Radcliffe, in an interview from just a few days ago, September 2015, just said the IAAF is at the forefront of anti-doping. I would say it's at the forefront of doping, in my opinion, based on the documentary you're about to see from Lilia Shubakova, who is 3 minutes slower than Paula Radcliffe's best time. So Lilia Shubakova got busted for doping, and she's slower. She's lighter, trains harder, but she's still slower with drugs than Paula, who claimed it was full natty to run a 215 on grandma's tea and scones. So we've got Paula, tea and scones, Radcliffe, saying that the IAAF is the strongest anti-doping federation ever. Check it. Let's just listen one more time to what Paula says, and then pay attention to what goes on in this documentary. And leave your comments down below. What do you think? What do you think? I think Paul has learnt from Marion Jones and Lance Armstrong, as other Nike athletes who are under doping investigations. Paula has learned to keep her mouth shut. Because if you own up, you get blasted. In being at the forefront of the anti-doping movement across sports. Beurteilt Professor Mario Tewes die offensichtlich sehr verdächtigen Blutwerte. Wir haben es hier mit Werten zu tun, die von einem Athleten, einer Athletin stammen, die mehrfach getestet wurde. Und einige der Werte sind weit außerhalb der üblichen Referenzbereiche. Und wenn hierauf eine Sperre einer Person ausgesprochen wird, dann ist das absolut nachvollziehbar. A wonderful good evening. Meine Aufmerksamkeit ist geweckt. Ich reise nach Stockholm. Hier soll ich angeblich mehr erfahren zu den ominösen Papieren. In einer E-Mail oder per Telefon sei dies nicht zu klären. Wie ernst es damit ist, werde ich noch feststellen. Hier also bin ich mit der Person verabredet, die angeblich weiß, von wem die Blutwerte der Jahre 2009 bis 2011 stammen. Meine Kontaktperson kommt aus dem Umfeld des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Sie will anonym bleiben, sie hat Angst. In dem Gespräch geht es um angebliche Korruption. Wie können wir der IAAF trauen, wenn ich davon ausgehen muss, dass bei Dopingfällen Bestechungsgelder genommen werden, wenn Geld abgepresst wird, ohne Erklärung, ohne zu sagen, welche Regeln gebrochen wurden? Sagen Sie, dass es jemanden in der IAAF gibt, der das macht? Ja, zumindest in einem Fall gehe ich davon aus.
Sie glauben, es nimmt einer Geld, um positive Dopingtests zu vertuschen? Das ist richtig. Ist es das, was hinter den Blutwerten steckt? Wurde tatsächlich keine Sperre verhängt, trotz Dopings? Um weiterzukommen, muss ich erfahren, von wem die Blutwerte sind. Ich weiß mittlerweile, von welchen Wettkämpfen sie stammen. Eigentlich kann es nur eine geben. Tatsächlich ein russischer Marathon-Superstar. Sind das die Werte von Lilja Schobuchowa? Ja. Lilja Schobuchowa. Die über mehrere Jahre beste Marathonläuferin der Welt. Sie gewann den London- und den Chicago-Marathon. Sie verdiente Millionen. Lief von Erfolg zu Erfolg. Offenbar mit Blutwerten, die außerhalb jeglicher Norm lagen. Gemessen beim Chicago-Marathon. Gesperrt wurde sie nie, trotz ihrer Blutwerte. Bis zu diesem Sommer, während dieser Recherche. Erst da holen sie die alten Werte ein. Ich versuche, Kontakt mit ihr aufzunehmen, einem nun wegen Dopings gesperrten Weltstar. Vertuschtes Doping, davon hatte der Informant in Stockholm gesprochen. Was weiß Lilja Schobuchowa darüber? Wochen vergehen. Dann endlich eine Nachricht. Lilja Schobuchowa willigt ein, mich zu treffen. Warum blieb sie, die eigentlich schon 2009 bis 2011 extrem auffällige Blutwerte hatte, so lange unbehelligt? Die IAAF schreibt mir, dass Sperren auf Grundlage solcher Blutwerte eben länger brauchen können. Aber auch, dass es auf Seiten der Russen tatsächlich eine signifikante Verzögerung bei der Sperre gab. Lilja Schobuchowa erklärt den Grund so. Es fing alles Ende 2011 an, im Dezember. Der russische Leichtathletikverband trat an uns heran. Man sagte uns, dass wir Probleme bekommen könnten. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 sei gefährdet. Und wir müssten jetzt 150.000 Euro zahlen, um diese Probleme zu lösen. Dann könnte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich habe mein ganzes Leben der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen gewidmet. Sie erzählt ihre Geschichte so weiter. In Belorezk, der Heimat der beiden, nahe der Grenze zu Kasachstan, heben sie im Januar 2012 das Geld ab. Für ein Treffen in Moskau. Wir sind am 12. nach Moskau geflogen. Es gab dann hier ein Treffen im Büro des Leichtathletikverbandes, im Haus des Olympischen Komitees. Wir gaben das Geld ab und man sagte uns, alles wird gut werden. Danach sind wir am nächsten Tag, am 13., ins Trainingslager nach Portugal gefahren. Fast 200.000 Dollar sollen über den Tisch gegangen sein. Hat sich Lilja Schobuchowa den Olympiastar tatsächlich erkauft? Und von wem ging die Initiative aus? Wie nah liegen Bestechung und Bestechlichkeit zusammen? An diesem Fall bleibe ich weiter dran und bekomme ein Dokument zugespielt. Fakt ist, die IAAF hat die auffälligen Blutwerte an den russischen Verband gemeldet. Kurz vor den Olympischen Spielen in London 2012, im Juni. Fast 3 Jahre nach den ersten auffälligen Blutwerten. Und diese werden nun als Dopingverstoß gewertet. Seltsam. Kurz danach meldet sich Cheftrainer Alexei Melnikov bei Lilja Schobuchowa und ihrem Mann, sagen sie. Er wolle erneut Geld. Der Name Melnikov, da ist er wieder. Der Mann, den ich bereits kennengelernt habe aus dem Video. Derjenige, der über Dopingpraktiken in der Leichtathletik redet. Dieses Mal hat er schon das Doppelte verlangt. Wir sollten nicht 150.000 Euro, sondern 300.000 Euro bezahlen.
Diese Summe sollten wir in zwei Raten teilen. Sie zahlen erneut bar und in Dollar, sagen sie. Insgesamt also 450.000 Euro, knapp 600.000 Dollar. Der Olympische Marathon 2012. Mit Lilja Schobuchowa. Sie sagt, sie musste sich die Teilnahme teuer kaufen. Bei ihrem eigenen nationalen Verband. Jetzt ist es aus, die Russin ist weg. Und man könnte vermuten, dass sie vielleicht auch nicht ganz im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Aber damit ist ihre Geschichte nicht vorbei. Trotz extrem auffälliger Werte will die IAAF im Olympiajahr wohl gar nicht wissen, ob der Superstar des Marathons dopt oder nicht. In der Kontrollstatistik, die Auskunft über Tests im Training gibt, taucht ihr Name nicht ein einziges Mal auf. Die IAAF sagt dazu, sie sei ja einmal im Wettkampf getestet worden. Einmal. Schobuchowa scheint geschützt zu werden. Von denen, an die sie zahlte? Einer möglichen Antwort komme ich langsam näher. 2013 wird Lilja Schobuchowa zunächst schwanger. Und im Hintergrund braut sich etwas zusammen. Sie soll doch noch gesperrt werden. Wohl, weil hartnäckige Dopinganalytiker, die ihre Werte kannten, nicht stillhalten wollten. Wieder werden sie nach Moskau gebeten, sagen sie. Anfang 2014. Melnikov sagte uns dort, dass wir ein Papier unterschreiben müssen. Es ging um die Sperre von Lilja. Und dann zeigte er mir das Papier. Es war von der IAAF. Ich habe geantwortet, das Papier unterschreiben wir nicht. Und fragte sie, wofür haben wir denn die 450.000 Euro bezahlt? Alachnitschew ist schon nervös geworden, weil ich mich geweigert habe, das Papier zu unterschreiben. Und dann habe dieser Balachnitschew, Präsident des Verbandes, angeordnet, das Geld zurückzuzahlen, sagen sie. Der Mann, der mir noch in Zürich sagte, nichts von Doping zu wissen. Auf meine schriftlichen Fragen dazu bekomme ich nie eine Antwort. Dafür aber von Igor Schobuchow ein Dokument. Es ist der Beleg für eine Banküberweisung. An Schobuchow Igor. In Höhe von 300.000 Euro. Von Black Tidings, einer Firma. Ich lerne, Black Tidings gibt es wirklich. Eingetragen im Handelsregister von Singapur. Singapur. Ich will wissen, wem gehört diese Firma am Offshore-Paradies? Das hier ist eine reine Wohngegend, keine Firmen weit und breit. Und hier ist die Adresse von Black Tidings. Um nicht aufzufallen, läuft eine versteckte Kamera. Das ist der Briefkasten von Black Tidings. Der Versuch, mit dem Mann, der unter dieser Adresse anzutreffen ist, zu reden. Ich würde gern mit Ihnen über Herrn Schobuchow reden. Wer ist das? Er hat 300.000 Euro von Ihnen bekommen. Von mir? Von Black Tidings. Sind Sie der Besitzer? Ich war ein Partner der Firma. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich rufe jetzt einfach die Polizei. Später erfahre ich, die offenkundige Briefkastenfirma Black Tidings wurde kurz nach der Zahlung an Igor Schobuchow liquidiert. Hatten Balachnitschew und Melnikow tatsächlich etwas mit dieser Firma zu tun, die Igor Schobuchow 300.000 Euro zahlte? Ich erhalte eine E-Mail mit dem Titel Überweisungsbestätigung an Lilja Schobuchowa und ihren Mann. Von Alexei Melnikow. Eine Weiterleitung von einem gewissen Valentin. Valentin Balachnitschew. Und es hängt an, die Überweisungsbestätigung über 300.000 Euro, die ich schon kenne. Und in einem internen IAAF-Dokument, das mir zugespielt wird, wird so eine Rückzahlung tatsächlich bestätigt.
Die Ethikkommission der IAAF ermittelt nun. Interessanterweise gegen Lilja Schobuchowa wegen Bestechung. Die IAAF will sich dazu nicht äußern. Und Valentin Balachnitschew? Er zieht es weiter vor zu schweigen, genauso wie sein Verbandstrainer Melnikov. Balachnitschew, der Mann, der alle Geldströme der IAAF überwacht. Er ist nämlich der Schatzmeister des Weltverbandes. Es könnte der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der Leichtathletik sein. Nochmal meldet sich der anonyme Informant. Er erzählt von einem Anruf, sagt, ihm wurde mit dem Tod gedroht, sollte er sein Wissen weitergeben. Da ist es wieder. Das Thema, von dem ich auf meiner Reise durch Russland oft gehört habe. Angst und Einschüchterung scheinen zum System zu gehören. Einer ist gerade für 2 Jahre gesperrt. Und er hat auch versucht, etwas dagegen zu tun. Dann hat man ihm gesagt, lass es bleiben. Sonst könntest du aus Versehen in einen Autounfall geraten. Wenn man über solche Sachen spricht, kann es sehr gefährlich werden. Es kann ein Unglück geschehen, verstehen Sie? Es kann alles passieren. Manche Leute haben versucht, sich umzubringen. Bei einem, von dem weiß ich, bei dem hat man es nicht geschafft, ihn zu retten. I think Paula made a big mistake saying the IAAF is at the forefront of anti-doping when the treasurer received a bribe from the second fastest marathoner in history, Lilia Shcherbakova, who recently got suspended. She only got suspended because of this documentary. The IAAF was keeping it hush. London Marathon, Chicago wins, all no worries. And who's the fastest marathoner in history, female, is Paula. So the second fastest ever is Lilia. So these that you can understand that the sporting federations look after their athletes, their top-level athletes, and only if they're faced with pressure from the media, etc., will they cut them loose. Just like Nike and Trek and Giro and Oakley dropped Lance, because once the media highlighted that Lance was on the juice, then they just drop it. So these athletes are just like the people who make the shoes in the factories. They're just disposable. So they will just dispose of Paula if the truth ever comes out. A lot they disposed of Lance, a lot they disposed of Marion Jones, etc. That's the cutthroat world of elite athletics. I'm not talking just professional, I'm talking top of the top. You can still be a good athlete without drugs, but if you want to be top of the top, top of the fucking top, international, world class, household names, then doping is just like eating breakfast. You've never used your own blood for doping purposes, for example? Absolutely, that would be banned. Okay. I'm not trying to agitate you. I'm just trying to make sure your testimony is clear. Okay. Okay. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. I am a runner. For as long as I can remember, I have run. Hundreds, thousands, tens of thousands of miles. I've beaten everyone in the world. Even myself. Pausing workout. And now I have to start all over again. I'm addicted. Okay, people, 1 hour. Let's eat this run for lunch and save room for dessert. Brad, where's your Nike Plus sport kit? I forgot it, Manager Armstrong. How are you supposed to track your mileage? Or know how fast you're going? Or if you've set a personal best? How do you hunt without a weapon? I've got this watch. Let it be known, Brad will not be posting his mileage on the Warrior board today. Get Nike Plus and the Livestrong collection at Dick's Sporting Goods, the home of Nike training.